jetzt erstmal in den Arsch reinfahren. Junge, warum hat denn jeder diese Tasche? Boah, ist das schön. Oh mein Gott, ist das rutschig. Oh mein Gott, ich hab dich so verbiss. Oh mein Gott. Ja, da bist du. Dir geht's wieder gut. Alles wird gut. Ich hab dieses Ding so vermisst, Alter. Holy shit. Oh, guckt euch dieses Ding an, Alter. Scheiße, ist es geil. Ich find's auch krank. In meiner Community gibt's mittlerweile, ich weiß nicht, ob das vorher schon so war, aber da gibt's so viele, die sich entweder für die RS660 extrem interessieren oder auch so viele, die mir in die Kommentare schreiben, haben mir eine bestellt. Das sei euch auf jeden Fall allen gegönnt. Ihr werdet viel Spaß damit haben, kann ich bestätigen. Und ich finde es halt krass, dass so viele aus der Community sich halt wegen der RS660 holen oder sich halt wirklich auch dafür interessieren. Und ich denke, mit dem Bike kann man auch einfach nichts falsch machen. Also außer die Servicekosten ist das Bike so geil. Und auch die Servicekosten ist halt okay. Im Endeffekt, man kauft sich halt ein Bike für 12.000 Euro, dann kann man halt auch damit rechnen, dass die Servicekosten nicht ganz günstig sein werden. Und Italiener sind ja gerne auch mal ein bisschen teurer. Ich will gar nicht wissen, was es bei Ducati kostet, Service zu machen. Ach man, so schade, dass sie die Kurve hier weggenommen haben oder die Kurven. Das war eigentlich echt cool. Besser als einfach nur geradeaus zu fahren. Moin. Ach, endlich werde ich wieder gegrüßt. Ich dachte schon, ich wäre unsichtbar oder so. Boah, ich freue mich schon so auf die Dusche nachher. Jedes Mal nach so einer Motorradfahrt mit 10 Grad einfach duschen gehen und alles wird gut. Übrigens, wir fahren gerade zum Waschen, weil mein Bike habe ich ja letztens beim Video mit Chito kurz gewaschen, also in dem Video danach. Aber halt nicht richtig und jetzt will ich es halt nochmal richtig machen. Boah, ich bin so hyped auf den Sommer. Schön wieder Videos in anderen Städten machen. Aha, guck mal, wer da ist. Jetzt erstmal in den Arsch reinfahren. Na? Hallo. Was machst du denn hier? Ich wollte eigentlich waschen fahren. Du wolltest waschen fahren? Ja. Könnte ich dir auch gebrauchen. Das ist arschkalt. Mir auch. Aber ich konnte mir das nicht nehmen lassen, jetzt zu fahren. Ich auch nicht. Junge, warum hat denn jeder diese Tasche? Warum war nur so im Angebot? Junge, Chito hat die, du hast die, ich hab die. Ja, aber gut, man muss diesen Tag halt auch genießen. Am zweiten Weihnachtstag, da war, oder Weihnachtsfeiertag, war es trocken, Sonne war draußen, da hatte ich halt leider keine Zeit. Und deswegen muss ich halt heute genießen, weil heute halt auch Sonne teilweise draußen ist, trocken und halt 10 Grad oder 11 Grad. So, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu voll hier, weil sich vielleicht einige denken, ey, ich könnte ja auch in meinem Auto waschen. Aber es sieht relativ okay aus. Ja, nee, es sieht überhaupt nicht okay aus. Oh, hier ist sogar noch eine frei. Okay, let's go. Felgen. Haha. So, jetzt wechseln zu Vorschauen. Boah, ist das schön. Juhu. Jetzt schon aussieht wieder. Sei mal ehrlich, wenn ich so einen Motorradwaschdienst anbieten würde, wer würde zu mir kommen, sein Bike waschen lassen? Also ich mache das halt auch mit Liebe, würde ich sagen. Da wird auch mal Hand angelegt hier, wenn hier ein bisschen was dreckig ist. So, Boys and Girls, dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall noch eine Runde tanken. Oh mein Gott, ist das rutschig. Aber vorher muss das Bike mal ein bisschen trocknen. Oha, Digga, ich brauche ein Dienstlagener Kennzeichen. Dann kann ich einfach Dino auf mein Kennzeichen schreiben. Boah, es ist so geil. Du gibst halt einfach Gas mit dem Ding und es zieht dir dein Gehirn bis hinten an die Decke, Alter. Das klatscht du richtig schön gegen die Schädeldecke hinten. So, Boys and Girls, da ist gerade kurz die Cam abgekackt. Wir fahren natürlich wieder zu meiner Stammtankstelle. Wohin auch sonst.
Aber gut, Leute. Wir haben vollgetankt. Fühlt sich direkt wieder besser an. Fühlt sich leerer im Portemonnaie an. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Schaut gerne in meinen Streams vorbei. Schaut gerne das nächste Video. Also schaut auch gerne beim nächsten Video wieder vorbei. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.